So, hier kommt schon das nächste Video. Es geht nochmal um das Thema Hund. Die Desi-Mausi seht ihr nur noch da hinten bei den Bildern an der Wand. Die sitzt jetzt hier wieder unten auf dem Boden und schnüffelt so ein bisschen rum und muss nicht mehr auf meinem Schoß sitzen. Ihr habt sie aber gerade in dem Video gesehen. Jetzt möchte ich euch noch ein bisschen was beibringen, was man noch so alles zum Thema Hund wissen kann, denn das ist jede Menge. Zum Beispiel ist der Hund ein Säugetier. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Aber was ist das eigentlich, ein Säugetier? Sehr, sehr viele Tiere sind Säugetier und eigentlich gehören wir Menschen auch dazu, denn ein Säugetier wird gesäugt. Das heißt, es trinkt aus der Mama die Milch, normalerweise aus der Brust. Bei Hunden, Katzen und anderen Tieren sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Die haben so Zitzen oder die Kuh hat ein Euter, wo zum Beispiel die Milch rauskommt, die wir ja auch trinken. Ich, wie ihr wisst, nicht, weil ich dagegen allergisch bin, aber viele von euch trinken ja Milch oder essen Käse und der wird aus der Milch von der Kuh gemacht, die eigentlich für das Kalb der Kuh gemacht ist sozusagen. Und alle Tiere, die so die erste Zeit ernährt werden, nennt man Säugetiere. Das ist das Saugen der Milch, was damit gemeint ist. Und wenn Hundebabys geboren werden, ist es genau so. Die werden die ersten Wochen von ihrer Mama gesäugt. Das heißt, immer wenn sie Durst haben, das ist ungefähr so alle 2 Stunden, auch nachts, gehen sie zu ihrer Mama und trinken dort erstmal die Milch. Und bis sie dann andere Dinge essen, dauert es erstmal eine ganze Weile. Und wenn der Hund dann irgendwann nicht mehr bei seiner Mama ist, dann trinkt er normal Wasser und er frisst dann auch feste Sachen, besonders gerne alles, was mit Fleisch zu tun hat, denn Hunde sind eigentlich vor allem Fleischfresser. Ich kenne auch Menschen, die ernähren ihre Hunde ohne Fleisch und angeblich kann man das auch machen, aber es gibt auch viele Tierärzte, die sagen, dass es nicht so gut für den Hund ist, weil er eigentlich dafür gemacht ist, Fleisch zu fressen. Mein großer Hund Linus, der immer noch im Garten hockt und dort aufpasst hier auf mein Häuschen, der zum Beispiel, der isst auch wirklich gerne mal Gemüse oder Obst und freut sich, wenn er da mal was bekommt. Aber die kleine Desi, die ihr im letzten Video gesehen habt, die mag das gar nicht. Die mag wirklich richtig gerne Fleisch. Und wenn ich mal beim Kochen ihr ein Stückchen Möhre oder so gebe, dann schnappt sie sich das zwar, damit Linus das nicht kriegt, aber essen tut sich's nicht. Während Linus gerne mal eine Möhre isst. Ja, so unterschiedlich ist das auch bei Hunden. Die haben auch ihren ganz eigenen Geschmack und darum ist es auch wichtig, dass man gut darauf achtet, was sie zu fressen bekommen. Und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und da muss jeder mit seinem Tierarzt auch zusammen sehen, was für den Hund das beste Futter ist. Es kann Trockenfutter sein oder etwas aus der Dose oder auch etwas Frisches an Fleisch. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und das Wasser darf man nicht vergessen. Es ist wichtig, dass ein Hund immer frisches Wasser trinken kann, denn die haben Durst, so wie wir, und brauchen das unbedingt. Und vor allen Dingen ist es wichtig, dass sie, wenn es warm ist, viel trinken können, denn Hunde, das ist was ganz Besonderes, können nicht so schwitzen wie wir, sondern Hunde, die, das habt ihr bestimmt auch schon mal gemerkt, die hecheln immer so komisch, die machen so ein komisches Atmen und oft hängt dann auch die Zunge so ein bisschen raus. Und dieses Hecheln, das ist für die, damit ihnen wieder ein bisschen kühler wird. Denn die können nur an den Pfoten schwitzen, am restlichen Körper nicht. Wir können ja im Prinzip so gut wie überall schwitzen und das kühlt uns. Wir schwitzen, weil der Körper will, dass uns nicht mehr so heiß ist. Hunde können das nicht. Die regulieren ihre Körpertemperatur über dieses Hecheln und geben eben ein bisschen Schweiß mit den Pfoten ab. Und deswegen brauchen sie natürlich auch viel Wasser, weil das zusätzlich kühlen kann, gerade im Sommer. Und was bei Hunden auch immer noch ganz spannend ist, das habe ich im letzten Video schon mal erwähnt, ist, dass sie so super Nasen haben. Die können richtig gut riechen, sie können auch sehr gut hören und sich viele Dinge merken, weil sie einfach richtig schlaue Tiere sind.
So, ich hoffe, ihr habt auch in diesem Video wieder einiges Neues über Hunde gelernt und mal sehen, vielleicht mache ich bald auch nochmal ein Video mit Hund. Wenn es euch gefallen hat, dann freut es mich und bis zum nächsten Mal.